Wie kannst du deine Gebärmutterschleimhaut optimal aufbauen? Ich habe ganze 7 Tipps für dich mitgebracht. Tipp Nummer 1: Gesunde Ernährung. Vermeide zu viel rotes Fleisch, zu viel Zucker und zu viel Milchprodukte. Eine optimal aufgebaute Gebärmutterschleimhaut ist etwa zwischen 7 und 14 mm groß. Damit ermöglicht sie es dem Embryo, sich gut einzunisten und Halt zu finden. Ist die Gebärmutterschleimhaut zu dünn, dann geht im schlimmsten Fall der Embryo verloren. Vitamin B2 und Niacin sind zum Beispiel wichtige Vitamine, die den Aufbau der Schleimhaut unterstützen. Beide sind viel in Fisch enthalten und natürlich auch im Babyfort-Kinderwunsch. Eine gute Durchblutung ist wichtig für einen guten Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Daher gilt, vermeide langes Sitzen und beweg dich viel. Viertens, der Aufbau einer guten Gebärmutterschleimhaut ist natürlich auch Hormonsache. Allerdings könnt ihr die Hormonbalance natürlich unterstützen. Beispielsweise Vitamin B6 unterstützt eine gesunde Hormonbalance und ist selbstverständlich auch im Babyforte-Kinderwunsch enthalten. Stress reduzieren. Es ist nicht einfach im Kinderwunsch, aber tatsächlich ist Stress einfach nicht gut für euren Kinderwunsch und auch nicht gut für den Aufbau eurer Gebärmutterschleimhaut. Achtet auf genügend Schlaf. Wenn es nicht nur nachts ist, dann auch mal 20 Minuten Powernap am Tag. Hilft auch. Und siebtens, sucht euch Rat bei eurem Gynäkologen oder eurer Gynäkologin. Die kann auch noch weitere Untersuchungen machen und gegebenenfalls auch Medikamente verordnen. Aber vergesst auch nicht, es gibt wahnsinnig viele Gründe für einen unerfüllten Kinderwunsch.